Thomas Christian Tichsen, 1785 bis 1834, Gothmarstraße 3. Thomas Christian Tichsen. Thomas Christian Tichsen, geboren am 8. Mai 1758 in Horsbühl, Schleswig, gestorben am 23. Oktober 1834 in Göttingen, war ein deutscher Orientalist. Leben. Tichsen studierte in Kiel und Göttingen, unternahm dann eine wissenschaftliche Reise durch Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien. Er wurde 1784 Professor der Theologie zu Göttingen und 1797 Präsident der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Von seinen Schriften sind zu nennen Grundriss einer Archäologie der Hebräer, Göttingen, 1789, Grammatik der arabischen Schriftsprache, Göttingen, 1823, die Ausgabe des Quintus Smyrnaeus Straßburg, 1807 und verschiedene Essays über Numismatik, Paläographie und andere Gebiete. Seine durch Schönheit und Talente ausgezeichnete Tochter Cecilie, gestorben 1812 im Alter von 18 Jahren, besang der Dichter Ernst Schulze in dem gleichnamigen epischen Gedicht.